Ja, sonnige Nachmittagsgrüße, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am Nachmittag, 16:55, 23. April. Wir schauen auf die US-Märkte wie getitelt und die sehen gar nicht schlecht aus im Vergleich zum DAX und dem europäischen Sektor. Und wir wollen uns hier gleich mal mit dem breit gefassten S&P 500 Index auseinandersetzen, der hier ja zunächst immer noch auf der Oberseite mit einer Seitwärtsbewegung kämpft. Aber wir sehen hier, und das können wir jetzt hier, die SKS von damals ist weiterhin aktiv. Hat sich sogar ein Stück weit mit diesem Rücklauf hier vom Vortag erfüllt. Wir hatten ja am gestrigen Handelstag nicht die US-Indizes hier am Nachmittag im Fokus, sondern den Goldpreis aufgrund seiner Korrektur. Hier aber aktuell jetzt schön zu sehen, dass wir hier definitiv einen kurzfristigen Aufwärtstrend etabliert haben und der S&P 500 Index hier im Bereich 2097 Punkten auch weiterhin besichert bleibt aufgrund der horizontalen Unterstützung und eben des Aufwärtstrends, den ich gerade in den Chart gezeichnet habe. Und wir sind jetzt hier wieder im Bereich Key Level 2105 Punkte und unmittelbar davor hier ja einen Ausbruch zu vollziehen. Fragezeichen. Tatsache ist, Sie sehen hier in den letzten Tagen immer wieder dieses Widerstandslevel, diese Abwärtstrendlinie und ein jedes Mal, das war verkehrt. Ein jedes Mal hat hier praktisch der Bulle wieder überzeugen, der Bär überzeugen können und hat den Bullen hier nach unten gedrückt sozusagen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie es jetzt weitergeht hier konkret im heutigen Tagesverlauf. Ja, der Punkt ist der, dass wir jetzt erstmal hier an dieser Stelle abwarten müssen, ob die US-Indizes sich jetzt hier nach oben hin rausdrehen können. Oder nicht. Tatsache ist, der Markt versucht hier mit eiserner Kraft nach oben ausbrechen zu wollen und die höheren Tiefpunkte bestätigen hier eigentlich das, dass der S&P 500 hier nach oben durchaus mal durchziehen könnte. Im Stundenchart sehr, sehr interessant. Wichtig, dass wir hier über 2100, 2105 Punkten bleiben. Hier diese Zone ist jetzt eine Art Konsolidierungsmaßstab. Wenn wir jetzt sozusagen einen leichten Rücksetzer sehen, dann sollte der sich hier 2100, 2097 Punkten im Ideal einstellen, um dann wieder hier einen Auftrieb nach oben zu entfalten. Andernfalls stabilisieren wir uns jetzt hier schon im Bereich 2105 und es gelingt dann mal der Ausbruch. Aber Sie wissen, 2112 Punkte ist die Gretchenmarke. Da muss der Index drüber und bevor das nicht passiert, hat der Index hier keine Chancen, auf der Oberseite hier ein signifikantes Signal auszusenden. Aber die Chancen, dass der S&P eben hier weiter nach oben zieht, sind nicht schlecht. Schauen wir uns dazu kurz den Tagesschart noch an. So. Und da ist genau die Situation auch die, dass wir immer noch hier, und das haben wir auch gerade im Stundenchart gesehen, diese deckelnde Trendlinie dieses Abwärtstrendkanals touchieren. Die Kerze heute, wie gesagt, leicht bullisch. Der Markt hier ist von seinen Tiefs schon wieder nach oben gekommen. Das sah schon mal schlechter aus. Jetzt muss es aber eben nur weitergehen. Und hier haben wir oben diese gestrichelte Linie. Ich lasse sie gestrichelt, weil wir müssen hier erstmal signifikant über 2112 rausziehen. Bis das nicht passiert, ist der Markt hier ja immer noch vorsichtig zu sehen und es kann sich hier durchaus ja, eine weitere Seitwärtsphase hier anschließen oder sogar dann im schlimmsten Fall ein Ausbruch nach unten könnte sich hier ereignen. Moment, wir machen das nochmal hoch, dass es hier vielleicht den Anlauf nach oben gibt. Dann vielleicht nochmal ein leichter Pullback. Also es muss hier signifikant über 2112 rausgehen, über diesen Horizontalwiderstand hier auf kurzfristiger Basis und eben hier aufgrund der Tagesbasis. Achten Sie auf 2112, da muss er rüber. Ansonsten, wenn der Markt und der DAX deutet ja mehr oder weniger weitere Schwäche an, wenn sich das ein Stück weit hier ansteckt, beziehungsweise hier die Amerikaner auch da mit weiterer Schwäche jetzt einherkommen, der DAX dementsprechend auch nach unten kippt. Und das war ja bis unlängst ganz, ganz anders. Der DAX hat sich hier eher stark gezeigt, die US-Amerikaner eher unentschlossen. Jetzt kehrt sich das Bild vielleicht um. DAX eher schwach und die Amerikaner jetzt viel mehr entschlossen, wieder nach oben zu drehen. Ungewöhnlich, aber wer weiß, wie das jetzt sich hier noch auflöst. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass wenn wir hier jetzt nicht bald nach oben ausbrechen, der Index dann sicherlich erhöhte Gefahren hat, hier nach unten zu kippen. Und die Unterstützungslevel sehen Sie hier gut im Preis 2000. 65, 67 dieses Level und dann hier auf der Unterseite 2045, wenn wir hier nicht nach oben rausgehen. Weil je mehr es nicht gelingt, dass der Index hier nach oben ausbricht, desto höher die Gefahr, dass die Verkäufer beziehungsweise die Marktteilnehmer sich hier dann dem Verkaufsmodus hingeben und den Index letztlich nach unten drücken, was dann eben hier durch eine weiterfallende Notierung bestätigt wird. Dennoch der Index auf absolut hohem Niveau und weiter im
prinzipiellen im Rekordrausch. Große Konsolidierung. Wenn es nach oben aufgelöst würde, kann sich hier auf jeden Fall etwas Dynamik nach oben entfalten. Aber es fehlen, wie gesagt, noch die signifikanteren Signale dafür. Und vielleicht war es das heute auch schon wieder in Sachen Impulsen und wir schlendern so um 2105, 2100 umher. Das wäre dann hier dieses blau gestrichelte Szenario auf Stundenbasis. Wäre natürlich unschön. Aber gehen wir jetzt mal auf den Nasdaq 100 Index, der sich hier noch im Plus zeigt. Und da ist schön zu sehen, dass wir hier diesen Bereich 4435 jetzt als Unterstützung bestätigt haben. Horizontallinie wird sozusagen von rot auf grün. Und wir sind unlängst hier an diesem Widerstandsbereich knapp unter 4460 Punkte gescheitert. Das ist hier eine Horizontalzone, eine Price Action Zone, die in der Vergangenheit immer wieder für Verkaufsdruck sorgte. Insofern sehen wir hier eindeutig diese Preisschwäche hier aktuell im Chart von diesem Level ausgehen, im Stundenchartintervall hier, just dieses Level bestätigt erneut. Wichtig natürlich jetzt für den Nasdaq, dass der Markt sich jetzt hier fängt und nicht wieder nach unten abkippt. Das gestrige Tief wäre hier ein signifikant negatives Zeichen. Also hier, wenn wir hier Preise unterhalb von dieser Morgenindikation 4424 sehen würden, dann wäre das sicherlich eine ja, eher beängstigende Situation im Sinne weiter fallender Preise. Ansonsten, wenn sich der Markt hier oben stabilisiert, sieht das eigentlich ganz gut aus, dass wir hier dann doch mal weiter nach oben anziehen können. Der Nasdaq 100 auch hier in einer gewissen Art und Weise bullisch unterwegs. Ich würde es begrüßen, wenn der Index dann mal hier den Ausbruch startet. Was der DAX dann im Kontext macht, das bleibt mal genau abzuwarten. Der zeigt sich ja, wie gesagt, generell sehr, sehr schwach. Hier die Situation. Wir sind hier auf Tagesbasis dabei, den Abwärtstrend zu verlassen. Haben wir auch hier im Stundenchart übrigens gesehen. Beziehungsweise der ist die Trendlinie gar nicht justiert in dem Zusammenhang. Müsste ich direkt nochmal einführen. Unlängst rausgelöscht, ist aber kein Problem. Also wir sehen hier diese Trendlinie, die nicht gegenwärtig ist, aber die wir hier im Tageschart sehen, von dieser oberen Trendkanallinie, ähnlich wie beim S&P 500. Die haben wir hier nach oben verlassen und hier ist aber der Widerstandsbereich eben 4460, der sich hier schwerlich entgegenstellt. Aber wir haben hier diesen Ausbruch vollzogen. Wenn jetzt die Verkäufer nicht auf die Idee kommen, den Markt hier nach unten zu drücken, neue Tagestiefs machen, das würde dann definitiv nochmal für Rücksetzer Richtung 4400, vielleicht 4350 Punkte sprechen. Wenn das aber ausbleibt und der Index sich hier auf dem positiven Level halten kann, warum denn nicht dann weitere neue Höchstpreise? Denn vergessen Sie nicht, da müssen wir uns nochmal ein Stück weit rausscrollen. Der Index hat hier oben seinen Allzeithoch bei 4816 Punkten und da lauern die Bullen drauf. Also die Chancen, dass wir jetzt nach oben laufen, sind gut, gerade im Sinne dessen, dass wir hier diese Abwärtstrendlinie durchbrechen. Und insofern habe ich hier auch keine Sorge damit, hier einen blauen Pfeil zu zeichnen, denn wenn wir jetzt hier oberhalb von 4440 Punkten bleiben, also hier auch dieses Level bei 4435 Punkten nicht mehr unterschreiten, mache ich direkt meine Unterstützung hin, dann sieht das gut aus, liebe Zuschauer. So, hier die 4435, grüne Zone, wichtiges Level. Insofern Augen auf beim Aktienkauf. Hier sieht es so aus, als würden die Technologiewerte ein Stück weit ausbrechen wollen und jetzt hier entgegen des europäischen Marktes neue Hochs markieren. Sieht bullisch aus, wirkt bullisch. Wenn der Knackpunkt gelingt, hier 4460, 4465, diese Horizontalwiderstandszone nach oben aufzulösen, ist sicherlich noch mehr drin. Dann reden wir hier von 4500, 4550 Punkte. Dann kann es, wie gesagt, steil bergauf gehen. Dazu mehr, wenn wir uns morgen nochmal live schalten, hätte ich fast gesagt. Morgen gibt es wahrscheinlich nur eine Morgensendung zum JFD Live Trading TV. Der Nachmittag wird dann entfallen in Sachen Live-Sendung. Insofern würden wir uns dann erst wieder dem Markt am Montag widmen. Aber bis dahin warten wir mal ab, ob der Markt nicht doch noch bullisch wirkt und wird. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Resttag. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer.